zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Unter einer meiner Videos standen Zutaten von Abonnent oder Abonnentin mit dem Namen S. Die haben folgende Zutaten aufgeschrieben: Hähnchen, Mehl, Nudeln, Eier, Gurke, Schmand, Kartoffeln, Frühstücksspeck, Karotte, paar Äpfel, Pudding, eine Zwiebel und Quark. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich aus diesen Zutaten machen werde. Ich mache daraus ein 3-Gänge-Menü und ich habe mir gedacht, aus den Hähnchen mache ich 3 verschiedene Gerichte, und zwar ich mache daraus Suppe als Vorspeise, als Hauptgang gibt es marinierte Hühnchen mit Kartoffeln in Speck umwickelt, und Salat mache ich aus einer Hälfte vom Brustfilet von dem Hühnchen und der Gurke. Und aus den Eiern mache ich solche Pfannkuchen und das wird so ein Salat sein. Und als Nachspeise habe ich mir überlegt, mache ich einen Apfelkuchen. Ich habe zwar schon auf meinem Kanal einige Apfelkuchen, aber das wird mit Pudding sein, habe ich mir überlegt. Und das ist halt dann Apfelschmandkuchen, weil daran kommt auch in den Kuchen Schmand. Die Nudelsuppe mache ich mit diesen Suppennudeln. Als erstes werde ich jetzt mein Hähnchen in Stücke zerteilen. Ich habe das Hähnchen schon gewaschen. Die Innereien, die da drin waren, werde ich auch in die Suppe reingeben. Bei Hähnchen habe ich schon die Flügel abgeschnitten und Popo auch. Beschüssige Haut und Fett würde ich wegschneiden. Die Flügel, Schenkel und ein Teil von der Brust werde ich marinieren und im Backofen backen. Diese Wirbelsäule und ein Stück von der Brust kommt in die Suppe, und wenn das Fleisch gar ist, werde ich dieses Bruststück in Salat verarbeiten. Und von der Wirbelsäule werde ich dann Fleisch rauszupfen, was möglich ist, und es kommt wieder zurück in Suppe rein. Und die Innereien, wie gesagt, kommen in die Suppe. Ich werde jetzt die Marinade für dieses Hähnchen vorbereiten, was in den Backofen reinkommt. In die Marinade kommt bei mir etwas Mayonnaise, etwas Senf, bisschen Honig, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, etwas Knoblauchpulver und Hähnchengewürz. Alles natürlich nach Geschmack. Ich koche immer nach Augenmaß. Ich habe hier 3 Teelöffel Mayonnaise, halbe Teelöffel oder etwas weniger wie halbe Teelöffel Senf und etwas weniger wie halbe Teelöffel Honig und Gewürze, alles vermischen, dann hat man so eine schöne Paste sozusagen, die riecht sehr lecker. Ihr könnt das natürlich auch probieren, das muss so leicht süß, scharf schmecken und ganz leckerer Geschmack. Und jetzt das ganze Hähnchen damit bestreichen und eine Stunde marinieren lassen. Ich habe Hähnchen großzügig mit der Marinade bestrichen. Jetzt decke ich das mit Frischhaltefolie zu und lasse es eine gute Stunde marinieren. Wenn man Zeit hat, gerne länger. Man könnte auch nur mit Gewürzen das marinieren, ohne Mayonnaise. Ich hatte halt Lust, heute so zu marinieren. Ich mache es immer unterschiedlich. In Topf Wasser aufkochen, Fleisch reingeben und wenn das Ganze zusammen aufgekocht ist, Wasser rausleeren, Topf abspülen, Fleisch abspülen, wieder frisches Wasser rein und wieder Fleisch rein und aufkochen. So koche ich die Suppe immer. Ich denke mal, ich muss nicht zeigen, wie man das macht. Solange Fleisch für die Suppe aufkocht und der Hauptgang mariniert, werde ich für den Salat, für die Pfannkuchen den Teig zubereiten. Man braucht 4 Eier. Zu den Eiern kommen Salz und Pfeffer. Das Ganze gut vermischen. Es werden salzige Pfannkuchen. Zu den Eiern kommen 2 Esslöffel Mehl oder 1 Esslöffel Mehl und 1 Esslöffel Speisestärke. Ich nehme 2 Esslöffel Mehl. Eier mit Mehl habe ich gut vermischt. Das Ganze jetzt 5 Minuten ruhen lassen. Fleisch in der Suppe ist aufgekocht, das kippe ich jetzt weg. Tu das alles abspülen und tu neues Wasser rein. Das gewaschene Fleisch, so sieht das Ganze aus. Jetzt das Ganze aufkochen und dann kommt da rein, wenn es aufgekocht ist, geschälte Karotte und geschälte Zwiebeln. Ich tue sie ganz rein, weil ich sie nachher rausfischen werde. Ihr könnt es in ganz feine Würfel schneiden und mit reingeben. Das Ganze dann noch salzen und Lorbeerblatt rein und auf mittlerer Hitze dann kochen, bis Fleisch gar ist. Die Suppe kocht, Teig ist ausgeruht, mache ich daraus Pfannkuchen. Ich habe ganz wenig Öl in der Pfanne so verstrichen mit Zewa. Jetzt daraus Pfannkuchen backen. Daraus werden circa 5 Pfannkuchen. Solange Pfannkuchen braten, habe ich Gurke in so Streifen geschnitten. Ich habe Pfannkuchen fertig gemacht. Es sind 5 Stück geworden. Die jetzt abkühlen lassen und dann in Streifen schneiden. Kartoffel habe ich jetzt geschält. Kartoffel halbieren. Ich werde die Kartoffel nicht würzen, weil Speck salzig ist. Und die Kartoffel jetzt mit Speck so manteln und dann auf Backblech drauflegen, belegt mit Backpapier. So sieht das Ganze aus, wenn Speck um die Kartoffel ummantelt ist. Jetzt noch euer mariniertes Hühnchen drauflegen und das Ganze jetzt im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze, mittlere Schiene, circa 50 Minuten backen, also circa, ich denke mal, eine gute Stunde wird schon backen. Und wenn der Speck zu schnell dunkel wird, das Ganze dann mit Alufolie zu decken. Solange das Ganze backen tut, werde ich jetzt den Apfelkuchen zubereiten. Ich habe hier 400 Milliliter Milch, die aufkochen lassen. Und hier habe ich 100 Milliliter Milch, also 100 Gramm Zucker und diese 2 Packungen Puddingpulver mit 100 Milliliter Milch vermischen. Das Ganze glatt rühren. In die kochende Milch jetzt den Pudding reingeben, mit kleinem Strahl und zügig rühren. Das Ganze aufkochen lassen. So, wenn das solche Blasen wirft, ist das aufgekocht, zur Seite stellen, in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen. Und während es abkühlt, immer wieder umrühren, damit sich keine Haut bildet oben. 75 Gramm Zucker, weiche Butter, Prise Salz, das verrühren. Man kann das mit Knethaken machen, ich mache es mit der Hand. Einfach verkneten. Nachdem Butter mit Zucker eingerührt sind, kommt da rein ein Ei. Jetzt Ei mit Butter und Zucker vermischen. Jetzt kommt in die Masse halbe Teelöffel Backpulver. Den Backpulver reinmischen. Und jetzt kommt da rein noch Mehl, zügig glatten Teig machen. Dann habt ihr so einen weichen Teig, glatten. Diesen Teig jetzt in Springform verteilen und die Hände immer wieder bemehlen und dabei 2 cm hohe Rand noch machen. Ungefähr so soll es aussehen. Den Boden jetzt mit einer Gabel einstechen und das Ganze jetzt in den Kühlschrank stellen für ca. 20 Minuten. Solange der Teig abkühlt, Äpfel schälen, entkernen und mit 2 Esslöffel ca. Zitronensaft so beträufeln, dass sie nicht dunkel werden. Die Äpfel ca. halbe Zentimeter tief so einschneiden, nicht bis Ende, dass sie so zusammenbleiben. Quarkschmand und 50 Gramm Zucker vermischen und da rein den kalten Pudding reingeben. Alles gut vermischen, den Backofen schon auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann habt ihr so eine glatte Masse. Wenn der Teig 20 Minuten gekühlt hat, ist er so fest geworden. Also den Pudding muss man nach und nach einrühren, gell? Jetzt die Äpfel auf den Pudding verteilen. Das Ganze jetzt im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad circa 70-75 Minuten backen. Eventuell nach circa 50 Minuten das Ganze mit Alufolie zu decken, damit es nicht verbrennt oben. Fleisch ist von der Suppe gar, habe ich rausgeholt und jetzt die Brust abkühlen lassen und dann so auseinanderzupfen und in den Salat reinzupfen, so Streifen. Fleisch ist schon abgekühlt, natürlich ohne Haut und Knochen. Fleisch habe ich in der Suppe eine Stunde gekocht. Für den Salat könnte man jetzt zum Beispiel eine Zwiebel fein schneiden und anbraten mit reingeben. Ich mache ohne Zwiebel. Ich habe ja Zwiebel rausgeholt, die schmeiße ich weg. Karotte schneide ich klein und gebe nur für die, die Karotte möchten, in der Suppe. Und Fleisch tue ich vom Knochen befreien, Haut weg und Fleisch tue ich wieder in die Suppe mit rein. Und die Brühe jetzt mit Gemüsebrühpulver würzen und wenn die Brühe aufgekocht ist, Nudeln reingeben. Meine Nudeln haben Kochzeit von 7 Minuten. Die Nudeln jetzt 7 Minuten kochen und probieren, ob genug Salz drin ist. Da rein noch frisch geschnittene Dill mit reingeben. Suppe ist fertig gekocht. Da rein kommen jetzt von Knochen abgemachte Fleisch. So viel ist geworden. Schmand mit Mayonnaise vermischen. Man kann nur Schmand nehmen, nur Mayonnaise, wie ihr möchtet. Da rein Dill vermischen. Wie gesagt, man könnte jetzt da rein angebratene Zwiebeln noch reingeben, würde auch sehr, sehr lecker schmecken. Ich mache ohne Zwiebel. Und jetzt da rein diesem Mayonnaise-Schmand-Gemisch. Das Ganze vorsichtig vermischen. Probiert, ob euch genug Salz drin ist und salzt eventuell nach. Ich salze nach, weil mir ist zu wenig Salz. Salat ist fertig. Jetzt noch mit Dill dekorieren. Das ist mein Hauptgang. Ich habe es eine Stunde im Backofen gebacken. Salat und die Suppe, die schenke ich auch gleich ein. Schaut, wie klare Brühe es ist. Das kommt davon, wenn man die erste Brühe wegleert, dann hat man diesen Schaum in der Brühe nicht mehr. Der ist ja dann schon weggekocht und dann hat man so eine schöne klare Brühe. Wenn jemand in der Suppe keine Fleischstückchen haben möchte, kann es separat servieren. Ich tue in meinen Teller noch Karotte rein und so serviere ich das. Apfelkuchen habe ich rausgeholt und jetzt den noch heißen Kuchen mit Konfitüre bestreichen, mit egal welche Konfitüre. Zum Beispiel, schauen Sie, da habe ich noch nicht bestrichen und da bestrichen und es ist so glänzend dann. Ich habe Erdbeerkonfitüre. Wenn eure Konfitüre nicht so flüssig ist wie meine, weil ich habe cremige Konfitüre, dann tut sie in Topf, dann schmelzen und dann die Äpfel damit bestreichen. Dann glänzt er so schön. Also da ist nicht bestrichen, ist so blass, und da ist bestrichen, glänzt schön. Man braucht so grob circa 2 Esslöffel Konfitüre. So sieht das Ganze aus und seitlich so. Jetzt den Kuchen vollständig komplett abkühlen lassen. Apfelkuchen ist abgekühlt. Ich schneide es jetzt das Ganze auf. Der ist noch ganz leicht lauwarm, aber lässt sich schon super schneiden. So sieht das aus. Alles ist durchgebacken. Das sieht man hier am Teig. Ganz viel leckere Puddingfüllung. Schaut mal. Ganz leckere Füllung mit durchgebackenen Äpfeln. Das Ganze kann man mit Birnen auch machen. Das ist sehr, sehr lecker und unten ist nicht verbrannt. Wenn er ganz abgekühlt ist, dann wird das ein bisschen noch fester. Ist halt noch innen drin, wie gesagt, noch lauwarm. Und Salat, ich habe mit Absicht die Pfannkuchen gleiche Größe wie Gurke geschnitten, damit es einheitlicher aussieht, schöner im Salat, aber ihr könnt schneiden, wie ihr möchtet. Kartoffel und Hühnchen sind natürlich gar, also wenn man so durchsticht und so butterzart reingeht, ist das Ganze durch. Ich bedanke mich an alle Abonnenten und Zuschauer, die meinen Kanal schauen. Ich bedanke mich an den Abonnenten erst, der mir Zutaten und das Video geschrieben hat. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich hoffe, dass euch so eine Art von Videos gefallen hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aus den Zutaten was Leckeres zuzubereiten. Das ist für mich eine Herausforderung und macht riesigen Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen hoch freuen. Schreibt mir unten in den Kommentaren ein paar Zutaten ohne Öle und Gewürze. Ich werde daraus auch was Schönes zaubern. Das war der Zutatenkorb von Abonnenten S. Ich hoffe, dass ich seine Erwartung getroffen habe und es ihm mein Gericht gefällt, was ich daraus gezaubert habe. Das ist die Vorspeise, die Suppe, Hauptgang Hühnchen mit Speckkartoffeln und Salat dazu, mit Pfannkuchen und Gurke. Der Salat ist sehr leicht und schmeckt sehr lecker. Und Pudding-Apfelkuchen. Dieser Apfelkuchen ist sehr, sehr lecker und zart. Wer möchte, kann dazu auch Schlagsahne noch drauf machen und essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche allen schönen Tag noch. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.